Dinosaurier sind furchteinflößend. Und immer kampfbereit. Komm her! Kannst du haben! Und unglaublich stark. So haut man einen Baum um. Und jetzt du. Diese spektakuläre 3D-Animationshighlight entführt das Kinopublikum ins Reich der Giganten. Dort wartet ein unvergessliches Abenteuer mit den faszinierendsten Tieren, die je auf unserem Planeten gelebt haben. Und mit Otto. Hallo, liebe Kinder. Mein Name ist Otto. Viele kennen mich noch nicht. Wird geschrieben O, Doppel-T und O. Haha. Und zwar, du bist ruhig. Das war mein Kleiner, der gehört ja gar nicht her. Und ich spreche einen Vogel in einem Film, einen Urvogel in einem Film, der heißt die Dinosaurier 3D, die so immer im Reich der Giganten. Das bin ich, Alex. Und der grüne Haufen da ist bestimmt total lecker. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Film, weil in diesem Film sehr viel über mich drin ist, also über den Vogel, den ich ja spiele und spreche. Was gibt's Schöneres? Futterzeit, komm! Und auch über seinen kleinen Freund. Das ist ein kleiner Dinosaurier, ein Pyrohatro-Dingsbumstar, ich weiß nicht genau, wie der ausgesprochen wird. Das ist Patschi. Der Schwächste im ganzen Wurf und der Letzte in der Hackordnung. Hey, Patschi! Kann grad nicht, Alex. Hackordnung ruft. Und die sind unterwegs und erleben große Abenteuer. Was geht denn hier? Giganto fordert Colosso als Anführer heraus. Ich bin auch quasi der Erzähler noch. Ich erzähle auch die Geschichte als Vogel Alex. Das habe ich auch noch nie gemacht. Für mich ist das alles völlig neu. Wir sind ja mittendrin in den Synchronarbeiten. Und wir können vielleicht mal ein paar Bilder anschauen. Kann man das machen? Hey, willst du das etwa alleine essen? Spinatmüsli. Perfekt. Für mich war es wieder eine Herausforderung, wie immer. Hey, halt mal die Luft an. Ich erzähle die Geschichte. Wie war ich? Yes. Ist ja gar nicht so schwierig. Ja, mein kleiner Freund Patschi war inzwischen gar nicht mehr so klein. Er war ein junger Erwachsener geworden. Gerade rechtzeitig zur jährlichen Balz, wenn die Männchen um die Gunst der Weibchen wetteifern. Dieser Vogel gibt sich viel, viel Mühe, die Geschichte eben auch plausibel zu machen und ist auch im ständigen Dialog mit den Hauptdarstellern. Und das macht das Ganze so ungewöhnlich. Weißt du, Patschi, Futterzeit! Finde ich cool, dass wir so viel Zeit zu zweit haben. Aber willst du nicht endlich mal Juniper klar machen? Die Kopfnusssaison hat doch begonnen. Ich hasse die Kopfnusssaison. Da verhalten sich alle Erwachsenen plötzlich wie gehirnabortierte Idioten mit dem ganzen Gebrüll und dem Geschnaube. Vergiss die Kopfnuss nicht! Warum will man immer Dinosaurier sehen in 3D? Und jetzt, besonders in diesem neuen Verfahren hier, in diesem neuen Rendering-Verfahren, das ist so exakt und so präzise und so lebensecht, dass du denkst, und dann noch in 3D, also bist du mitten da drunter, denkst du, jetzt flippe ich aber aus, was ist denn hier los? Sowas hat man noch nicht gesehen. Mit Dinosaurier 3D im Reich der Giganten wird der Ausflug in die Vergangenheit zum unterhaltsamen Weihnachtserlebnis für die ganze Familie. In grandiosen Bildern zeigt das spannende Doku-Abenteuer, wie es gewesen sein muss, als noch T-Rex und Co. unsere Erde beherrschten.